Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Sabbat, 10. Mai. Der Text für den heutigen Tag steht in 2. Petrus 3, Vers 18a. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Meine Frau zieht im Frühjahr gern Tomatenpflanzen. Wir haben leider keinen Garten, aber auf dem Balkon Platz für 2 oder 3 Pflanzen. Im letzten Jahr hat ihr Bruder an der Südwand des elterlichen Hauses einige ihrer Pflanzen eingesetzt und später viele Tomaten geerntet, von denen wir auch profitiert haben. In diesem Jahr wollten die Tomatenpflanzen nach einem guten Beginn jedoch nicht weiter wachsen. Irgendetwas fehlte ihnen, aber Sonne war es nicht. Meine Frau gab etwas Dünger hinzu und siehe da, das Wachstum ging wieder voran. Mir war das gut verständlich, denn aus dem Chemieunterricht erinnere ich mich noch an das Liebigsche Gesetz, dass die geringste vorhandene Menge der nötigen Mineralien das Wachstumspotenzial begrenzt. Für das geistliche Wachstum benutzte Jesus oft Vergleiche aus der Natur, auch mit dem rechten Boden. Damit eine Pflanze wachsen und Frucht hervorbringen kann, müssen die nötigen Nährstoffe vorhanden sein. Petrus schrieb, dass wir in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus, wachsen sollen. Wie ist das zu verstehen? Die Gnade Gottes ist doch eine feste Größe. Wie kann sie bei uns wachsen? Und dass die Erkenntnis über Christus die Grundlage allen geistlichen Wachstums ist, hat Petrus schon am Beginn seines Briefes klargemacht. Für mich macht es daher mehr Sinn, die Formulierung im Andachtstext als den Boden zu verstehen, in dem wir wachsen können und sollen. Die Gnade Gottes, nicht unsere Anstrengungen oder irgendwelche geistlichen Übungen, ist der entscheidende Nährstoff unseres geistlichen Wachstums, denn Veränderungen in Einstellungen und im Charakter können nicht unter Druck oder Anforderungen von außen erfolgen. Dazu brauchen wir das Befreitsein von Schuld und die Gewissheit des Angenommenseins, die uns Gottes Gnade schenkt. Die Erkenntnis unseres Heilandes, seiner Liebe, seiner Erlösung, seiner Vergebungsbereitschaft, seiner Treue und so weiter gibt uns das nötige Vorbild und die Motivation zum Wachsen. Beide Elemente sind im geistlichen Boden und auch im Gemeindeklima nötig, in dem wir verwurzelt sind, damit ein gesundes geistliches Wachstum erfolgen kann. Werner E. Lange. Thank you.